Meine Damen und Herren, schlechte Nachrichten von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher. Er war beim Skifahren in den französischen Alpen. Er trug zwar einen Helm, schlug aber offenbar mit dem Kopf auf einen Felsen. Der Unfall ereignete sich im Skigebiet Méribel. Schumacher wurde per Hubschrauber in eine Klinik der Stadt Grenoble geflogen. Zunächst hieß es, er habe ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Vor kurzem nun teilte das Krankenhaus mit, er sei in einem kritischen Zustand. Ich meine, anfangs hört man von der Meldung, dass der Michael gestürzt ist, denkt sich nicht viel dabei. Ich habe am Anfang auch noch eine SMS geschickt, von wegen, abgehört, du bist gestürzt, hoffe, es war nichts Schlimmeres, gute Besserung. Und dann hat man ja sehr schnell noch am gleichen Tag gemerkt, dass es doch sehr ernst ist. Dann gerade am Anfang, glaube ich, einfach heutzutage extrem schlimm, der Druck seitens der Medien, weil man natürlich, entschuldige, wenn ich so sage, sensationsgeil ist am Anfang und sich jeder am liebsten draufstürzen würde. Weiß ich noch sehr genau, ich kriegte dann irgendwie einen Anruf von RTL, dass man jenes ist passiert und da ging es dann sehr schnell drum, dass wir dann irgendwelche Sendungen machen. Aber das hat mich sehr, sehr erwischt, ja, weil es ist dann plötzlich bei jedem von uns wahrscheinlich das Gleiche passiert, dass man sagt, das gibt's noch nicht, das kann so schnell gehen. Und man wird ja immer mal wieder im Leben dran erinnert, dass wir doch auf einem sehr dünnen Eis uns bewegen alle, dass es halt dauernd irgendwie passieren kann, dass das Leben sich gravierend verändert durch irgendwelche Unfälle oder durch Krankheiten und so weiter. Und das wurde mir dann da natürlich nochmal besonders klar. Michael is a legend. Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher. When he arrived at the racetrack, Michael Schumacher put his race suit on. It was like a Superman suit. Ich glaube schon, dass diese Zuneigung, die die Menschen haben und hatten für ihn, dass die halt so eine echte war. Ne? Und oft haben wir ja gedacht, oder viele haben gedacht, es hat nur mit den Erfolgen zu tun, wenn die Erfolge mal vorbei sind. Nee, aber der Michael hat was in den Menschen ausgelöst, was ihn halt bis zum heutigen Tag in ihren Herzen hält. Ich habe irgendwie sein Vertrauen gewonnen. Ich habe ihn kennengelernt beim Sauber, wo er noch in der Gruppe C gefahren ist für Mercedes, also Sauber Mercedes. Haben wir uns bereits gut verstanden, aber das Ganze hat sich dann noch massiv in eine Freundschaft entwickelt. Weil ich wusste, was er nicht mag, welche Art von Bildern. Und gewisse Bilder, die halt entstanden sind aus Freundschaft, aus Witz, wenn wir unterwegs waren gemeinsam, dann die Bilder sind zwar bei mir im Archiv, aber die gingen nie an die Medien raus. Also die hat zum Teil er selber auch nie gesehen. Und er hat mir einfach vertraut. Er hatte eigentlich viel Verständnis für Fotos, er hatte auch gute Ideen. Er hat dann schon gewusst, hat gesagt, du, wir fahren mit dem Motorrad jetzt zum Beispiel dahin, weil das schaut gut aus, da haben wir einen schönen Hintergrund mit Monte Carlo oder mit dem Auto fahren wir an den Hafen. Und er hat sich auch in Pose gesetzt, ohne jetzt andauernd nur in die Kamera zu grinsen. Und schlussendlich war es dann so, dass er gesagt hat, such du die Bilder aus, mich braucht es dazu gar nicht mehr, du weißt, was ich will. Weltweit ist der Name Michael Schumacher bekannt und jeder weiß genau, wer er ist. Die
sportlichen Vorbilder, die in meiner Zeit großartigen Sport vollbracht haben. Und das waren durchaus Steffi Graf, Boris Becker, Michael Schumacher. Also es war gut, nicht allein zu stehen da vorne, sondern tatsächlich irgendwie großartige Sportler zu haben, die international auch wahnsinnig erfolgreich waren, wo man eher noch dachte so, oh wow, also. Da war man noch sehr ehrfürchtig. Das hat mir gut getan. Also der Sonntag, das war schon immer so ein Highlight bei uns in der Familie. Natürlich auch, wenn Michael dann gewonnen hat, wenn man auch die deutschen Fahnen hat wehen sehen oder auch die Nationalhymne. Also das waren eine tolle Kindheitserinnerung eigentlich für die ganze Familie immer, wenn Michael Rennen gewonnen hat. Nun sagt man in Deutschland ja auch oder auch wahrscheinlich auch woanders, der Prophet im eigenen Land erzählt ja nichts. Und wenn man dem dann näher kommt, dann merkt man erstmal, je näher man ihm kommt, dann wie schwierig das ist. Und mein Eindruck bei Schumacher war immer, je näher man ihm kommt, desto größer wird er. Hollywood-reif war auf jeden Fall schon einmal die Abreise des Weltmeisters aus Kerpen. Da der erste Hubschrauber ja belagert wurde, flog die Polizei eigens einen Ersatzheli ein, um Schumi schnell in die Wahlheimat Schweiz zu befördern. That's Showbusiness. Away from that environment, he liked good times. He liked to have fun, and he was a joker. And I have to say that I'm very happy that I got to see that side of Michael, because otherwise you could be left only thinking he was a serial winner and also someone that sometimes was quite controversial. Er hat es selber ja gewusst, dass er so eine gespaltene Persönlichkeit ist. Ich habe ihm irgendwann vor 10, 15, naja, dann vor, weiß ich nicht, 20 Jahren, 25 Jahren mal ein Foto hingelegt, sage ich, Mensch, Michael, ich habe gar kein Autogramm von dir. Ja? Und da unterschreibt er einfach für Helmut Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Das sagt ja alles über ihn. Auch in Spa, wie er selbst sagt, seinem Formel 1 Wohnzimmer, nur etwa eine Stunde von Kerpen entfernt, bekommen ihn seine Anhänger nur mit den Augen zu fassen. Und das liegt natürlich daran, dass wenn ich an einem Rennwochenende früher speziell unterwegs war, dass ich dann immer Scheuklappen anhatte und mich versucht habe zu schützen, weil ich mich nicht von meinem Weg abbringen lassen wollte. Haben Sie mit uns vorher schon gesprochen? Wie denn? Ich weiß nur, dass Eddie Jordan für sowas berüchtigt ist. Oh, da möchte ich jetzt nicht wirklich drauf eingehen. Und das hat natürlich schon ein bisschen dazu beigetragen, dass die Menschen mich nicht immer wirklich so erleben konnten, wie ich wirklich bin. Und ich stelle das immer wieder fest, dass Menschen, die mich aus dem Fernsehen, über die Medien kennen und mich dann erstmals privat kennenlernen, doch einen sehr großen Unterschied feststellen. Positiv für mich, weil sie sagen, du bist ja eigentlich viel netter, als du im Fernsehen rüberkommst. By necessity, there were two Michaels. The one that was, say, the outward-facing Michael for the media and the TV and so on. And then there was the inward-facing one with the team and as an individual, as a person. And they were two different people. So that harsh, sometimes firm shield that he had to present didn't exist as a private person. Im Rennanzug war das ja ein rücksichtsloser Killer. Der ist den Leuten über den Kopf gefahren. Das war ihm wurscht, die Hauptsache, er gewinnt das Rennen. Und dann hat er den Rennanzug ausgezogen und zwei Tage später saß er mit Corinna auf dem Sofa und hat Pretty Woman geguckt oder irgendeinen Liebesfilm und dann hat er geheult. Und da sagt die Corinna, ich musste dem die Tempotaschentücher holen.
dieses zweite Gesicht wollte er ja eigentlich nie. Der wollte einfach nach außen auch der Killer bleiben, weil es in der Formel 1 ja nicht erlaubt ist, Schwächen zuzugeben. Und das war auch mit ein Grund, warum der immer der Stärkste war und der Beste. Und ich Fehler, ich jemand abgeschossen, Gottes Willen. Am Anfang war es natürlich ganz schlimm. Er kam in die Formel 1, man hat ihm erklärt, das ist ein Haifischbecken. Am besten sagst du gar nichts oder so wenig wie möglich oder bist einfach nur Diplomat, dann hast du keine Schwierigkeiten. Und er wollte ja keine Schwierigkeiten, er wollte ja nur Rennen fahren. Er wollte auf dieser anderen Bühne, die es ja auch gibt in der Formel 1 und die wichtig ist, wollte er gar nicht teilhaben, weil ihn das ja nur von dem abgelenkt hat, was ihm Spaß gemacht hat. Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass er das Visier nie ganz geöffnet hat und nie den Leuten außerhalb seinem privaten Bereich den Leuten nie den ganzen Michael Schumacher gezeigt hat. Anyone who is an engineer in Formula One has an incredible eye for detail and really trying to find small incremental improvements, always trying to just be a little bit better, a little bit better, just a little bit more in the next race. And I think Michael was the first driver that I worked with who was really like that. Now, bear in mind that I worked with Ayrton Senna before Michael. Ayrton had a lot of natural talent, of course he did. But Michael was, he was like me. You know, he just had that attention to detail, maybe even more so. He brought so many things to Formula One that had never been seen before. His fitness, for example. Mit dem Zugeben, dass er möglicherweise am Anfang belächelt wurde, weil man eben irgendwie, ja, weil Motorsport irgendwie so neu war und nicht so was Körperliches. Er war derjenige, der in die Formel 1 gebracht hat, dass man auch körperlich fit sein muss. Er hat uns allen gezeigt, dass man eben nicht, wie anfangs noch beim Golfen, da mit einer Wampe, ne, da kannst du halt, geht halt nicht. Du musst halt einfach trainiert sein. Er war derjenige, der ins Fitnessstudio gegangen ist und der irgendwie gezeigt hat, man muss an sich arbeiten und man muss fit sein. Er war derjenige, der generell im Sport auch diese mentale Stärke immer wieder irgendwie so angeteasert hat, darüber nachzudenken. Das findet nicht alles nur irgendwie am Lenkrad statt oder das ist nicht nur unser Körper, mit dem wir schwimmen, sondern da oben muss sich was verändern. Wir müssen mental irgendwie arbeiten. Da war er federführend. Seine Fähigkeit besteht eben nicht nur darin, schnell das Lenkrad drehen zu können, sondern eben alles sehr schnell zu erfassen und sehr schnelle Entscheidungen treffen zu können. Während des Rennens gab es ein technisches Problem, das uns fast zur Aufgabe gezwungen hätte. Wir haben es während der Fahrt gelöst. Mit dem Fahrer, mit Schumacher, während der vollen Fahrt, deshalb die vielen Diskussionen während der Fahrt, Lösungsfragen an die Ingenieure, eine Runde später Antwortvorschläge vom Fahrer an den Ingenieur. Also das auf diesem Niveau zu können und immer wieder durchzuspielen und zu wissen, dass viele Details in einem 1000-Mann-Team zusammenpassen müssen. Also alles kommt aus dem Kopf, alles. Es hieß ja immer, es kommt aus dem Po, der Popo ist so das Gefühl, aber es kommt letztendlich alles. Also die Geschwindigkeit Schumachers entstand im Kopf. Welches Bild von Michael Schumacher wollen Sie der Öffentlichkeit geben? Also jetzt nicht in so einem Augenblick, sondern sonst? Also prinzipiell versuche ich kein Image unbedingt rüberzubringen, sondern ich versuche so zu sein, wie ich bin. Und ich bin nun mal im Privatleben, als auch in meinem Beruf, ziemlich ausgeglichen. Was vielleicht manchmal nicht unbedingt der Presse gefällt, denn sie würden gerne einen emotionalen Typen erleben, über den kann man ein bisschen mehr schreiben, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und da gibt es bei mir eben nicht solche extremen Schwankungen. So wenig Skandale. Richtig, ja. So wenig Skandale. Wir sind schon immer in jeder Phase unseres Lebens eher gleichberechtigt gewesen. Das hat
vielleicht nach außen hin nicht so ausgesehen, weil meine Frau sich gerne im Hintergrund gehalten hat. Aber für uns war das eine Selbstverständlichkeit. Also da ist immer ein Geben und Nehmen und da ist immer so viel Unterstützung beidseitig. Das ist egal, in welche Richtung das geht. Und auch in ihrem Sport bin ich natürlich für sie da. Und deswegen harmoniert es ja schon seit über 20 Jahren. Sie haben eine feste Freundin. Richtig. Stimmt das? Leidet die auch darunter, dass Sie so bekannt sind inzwischen? Ich glaube, sie wäre mit Sicherheit auf der einen Seite, oder es wäre ihr lieber, wenn ich eine normale Person wäre, die nicht so beobachtet ist. Meine Frau war schon immer für mich die starke Frau an meiner Seite und die mir immer Rückhalt gegeben hat, wo auch mich das so zu sehen ist, dass ich im Vordergrund stehe und sie im Hintergrund, was unsere private Situation angeht. Natürlich hat sie sich in der Öffentlichkeit zurückgehalten, weil das nicht ihr Ding war. Langsam gemacht, war okay. Dann hast du zu viel gesetzt. Dann hast du einfach zu viel aufgehört zu reiten. Das ist so ein bisschen, das ist ganz fein. Ja, in der Bereich vom Gefühl habe ich jetzt eigentlich gar nichts gemacht. Ja, aber ich habe gesagt langsam, du hast vielleicht gedacht langsam und das reicht dem schon. Dass du vielleicht einmal so, oh, machst und dann. Dieser nach außen unsichtbare Mensch, Michael, hat ja in diesem Tsunami-Desaster, ich glaube es war 2004, in Thailand plötzlich 10 Millionen Dollar gespendet. Hat aber an der Erdbeermarmelade gespart. Auch das zeigt diese Zwiespältigkeit in ihm. Ja, also er spart an 40 Cent an der Erdbeermarmelade, aber er hat dann dieses Unglück im Fernsehen gesehen und ist am nächsten Tag zu Sabine Kehm und hat gesagt, wie kann ich helfen? Und dann kam die Sabine zu mir und hat gesagt, Helmut, mir ist die Spucke weggeblieben. Das waren zwei verschiedene Persönlichkeiten. Also wenn der den Overall angezogen hat, den Helm auf, also was weiß ich, im WM-Finale 97 gegen Villeneuve in Jerez, wo er ihm in die Seite fährt. Oder auch schon vorher mit Hill, die Geschichte in Adelaide und so. Also es gab viele Dinge, später mein Qualifying in Monaco, wo nicht nur Keke Rosberg, der damals sagte, er ist ein Drecksack, Michael ist ein Drecksack, wo das viele gesagt haben. Ja. Aber ich kenne keinen, der sagte, der Mensch Schumi hat irgendwas, was ich kritikwürdig finde. Was ist das für ein Typ? Ich finde ihn ganz in Ordnung. Er ist ein Deutscher der Formel 1. Und wir sprechen genauso wie früher. Wir kennen gar nichts anderes. Hat sich kaum verändert. So. Scheint ganz sympathisch zu sein. So, ganz normal geblieben. Also wenn sich einer über ihn beklagt, also, dann müsste was mit der Schüssel haben. Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher hat sich bei einem Skiunfall in den französischen Alpen am Kopf verletzt. Als ich es gehört habe, also war mir kotzübel und also es war natürlich, habe ich auch gedacht, ja, das kann jetzt nicht sein. Die Notaufnahme des Krankenhauses in Grenoble. Vor den Türen warten sie auf Informationen und wollen wenigstens ihre Solidarität und ihr Mitgefühl zeigen. Fans von Michael Schumacher sind sofort gekommen. Es gab selten ein Ereignis, was so viele Millionen Menschen an einem Ort gleichzeitig interessiert hat, wo so eine Nachfrage nicht nur aus einem Teil der Welt sehr konzentriert, das ist ja bei der EU häufig der Fall, sondern wirklich von Australien, Japan, Brasilien, Nordamerika, Europa natürlich, wo alle auf diesen Parkplatz vor der Uniklinik geschaut haben. Als Schumachers Frau vorfährt, gibt es für die Presse kein Halten mehr. Spießruten laufen durchs Blitzlichtgewitter, als sei der Besuch am 45. Geburtstag des Rennfahrers nicht schon schwer genug. Das war
gigantisch in puncto Medienmaschinerie, die da vor Ort war, über die nächsten Tage dann. Gepaart noch das Ganze mit natürlich jeder Menge Fans, die dort auch dann eben hingekommen sind, die da gebetet haben, die da Ferrari-Fahnen geschwenkt haben und gehofft haben, dass es Michael Schumacher besser geht, dass irgendwie diese Vibrations irgendwie da zu ihm ans Krankenbett kommen. Alle hier in Deutschland, besonders hier bei uns in und um Kerpen, sind erschüttert. Welche Anteile erleben Sie in Grenoble? Die Lage ist sehr, sehr ernst nach Auskunft der Ärzte und sie ist nicht stabil. Das haben sie ausdrücklich gesagt. Also das war schon sehr speziell da auf diesem Parkplatz in Grenoble. Gestern hatten Bruder Ralf Schumacher und sein Vater bis zum späten Abend bei ihm ausgeharrt. Und dann muss man aber wieder so ein bisschen Bewusstsein schaffen und sich Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Und ich glaube eben, dass das schon 2013 nicht die Stärke vieler Menschen war, um mal nachzudenken irgendwie, was ist jetzt wirklich wichtig und was zählt und worauf muss man jetzt achten. Ich meine, ich kann auch die Menschen verstehen, die sagen, sie haben jetzt so lange irgendwie teilgehabt und jetzt plötzlich irgendwie weiß man nichts mehr und jetzt plötzlich darf man irgendwie nicht mehr teilhaben. Aber wann immer mich irgendjemand anspricht, mal am Flughafen oder sonst wo, und kommt sehr oft die Frage, wissen Sie denn, wie es dem Michael geht? Wissen Sie denn, was da jetzt Sache ist und so weiter? Und ich sage immer das Gleiche, ich frage gar nicht nach bei der Familie, weil ich das absolut respektiere, dass sie eben die Informationen da sehr spärlich nur gegeben haben, und das halte ich auch für richtig. Aber ich merke eben daran, an diesen Fragen, dass er nach wie vor die Menschen interessiert und dass sie nach wie vor an seinem Schicksal halt total teilhaben. Seit Wochen bangen die Fans um Michael Schumacher. Jetzt schöpfen sie neue Hoffnung. Die Familie von Schumacher bittet erneut um Respekt für ihre Privatsphäre und darum, die behandelnden Ärzte nicht zu stören, hieß es außerdem. Michael hat ja immer ganz klar getrennt zwischen dem sportlichen Michael Schumacher, der Rennfahrer, der öffentlichen Person, der Figur, die natürlich auch eine bestimmte Bringschuld gegenüber der Öffentlichkeit hatte, und seinem Privatleben, dem privaten Michael, der eben der Ehemann war oder der Vater oder der Sohn oder der Bruder. Selbst in der absoluten Hochphase seiner Karriere, als er wirklich auf dem Zenit des Sports stand und, weiß ich nicht, seine siebte WM gewonnen hat und ein globaler Superstar war. Und selbst da hat er immer darauf geachtet, dass er ein Stück für sich behalten hat und dass das Privatleben für ihn der Bereich ist, in den er sich zurückziehen kann und den er deswegen nicht veröffentlicht. Nur das Glück, ihn ein paar Mal hier und da mal zu sehen, kennenzulernen, ein bisschen bei seinem Fußballspiel. Aber das ist so eine Ikone für mich, einer, der berühmt ist, der seinen Sport weiter noch bekannt macht auf der ganzen Welt und der Außergewöhnliches für einen langen Zeitraum leistet. Weil er auch immer ja, so bodenständig war und wie er sich eben gegeben hat, auch bei seinem Spiel des Herzens, wie er zu allen Leuten, wie er alle Leute behandelt, da war ich immer ein riesen Fan von. Ja. Also sich nicht... Ja, nicht irgendwie sich als was Besseres fühlen, sondern war einfach immer einer von vielen. Und die Ansichtsweise hat mir immer sehr, sehr gut gefallen.
bin eigentlich eher ein zurückhaltender Typ. Für mich ist es eher peinlich, so in den, mit den großen Namen meinen Namen zu hören. Aber es ist natürlich ist eine schöne Sache für mich, es ist eine Ehre für mich, unter solchen Namen zu stehen, die so viel getan haben für unseren Sport hier in Deutschland und die richtungsweisend waren in viele Wege. Und von daher macht mich das schon stolz. Michael hat sich schon natürlich entwickelt, klar. Der hat die älteren Fahrer wie mich auch beobachtet. Ich war älter als sein Papa. Und wenn ich gelegentlich mal schneller war wie er, dann hat er es natürlich erst mal gesehen, wieso. Und da hat es immer sehr gewissenhaft dann auch umgesetzt, was er so erkannte, dass es vorteilmäßig für ihn wäre. Ja, als ich den Zielfit gemacht habe, also das quasi das Ganze gecheckt habe, und dazu musste ich einen Helm haben. Und der Helm war dann halt der Kappas. Und da habe ich gesagt, okay, dann kann ich auch gleich damit fahren. Und habe dann gefragt, ob es auch möglich wäre, den Anzug dabei zu haben. Dann war ich im Anzug und Helm vom Papa. Und ja, hatte somit noch ein schöneres Erlebnis als sonst. Das war ja nicht wirklich das Ziel, diesen Runs, sondern es war eigentlich mehr es zu genießen, in diesem Auto, in diesem schönen Auto zu fahren, ein paar Donuts zu machen und ein Tribut zu meinem Papa da quasi zu zeigen. Also für mich war Michael extrem prägend. Ich glaube, es hat mir sehr viel Halt gegeben, zu zeigen, dass jemand da war, der aufgezeigt hat, was möglich ist, was man erreichen kann, wenn man hart an sich arbeitet, wenn man eben für gewisse Qualitäten oder für gewisse Dinge einsteht. Das ist das Ferrari Museum in Maranello. Es kommen viele Leute aus der ganzen Welt. Alle kommen her und die wollen Schumacher schauen, Schumacher sehen. Schumacher ist nicht nur unser Weltmeister, er ist Part von der Ferrari-Familie. Schumacher muss nicht vorgestellt werden. Alle wissen, Profis sind hier, weil Schumacher gewonnen hat. Schumacher ist part of the history. Er war mein Sportheld, ja, meine Ikone, irgendwie mein großes Vorbild. He's a legend, of course he's a legend. You know, I mean, it's again the numbers who speak for themselves. But inside of him, he never felt he was a legend. He wanted to be normal, so he's normal. Es ist eher so, dass er so wahrgenommen wird, wie er sich das selbst eigentlich gar nicht wünschte. Er hat sich doch nicht gewünscht, dass jemand quasi vor ihm niederkniet. Er hat noch nicht mal gewünscht, dass Leute von ihm Autogramme wollen. Für Kinder, das hat er mir auch mal gesagt, ja, bei Kindern hat er das verstanden, bei Erwachsenen hat er das nicht verstanden. Bei Journalisten schon gar nicht. Ich glaube, er ist nicht nur eine Ikone in Deutschland, sondern er ist auch immer noch eine
Ikone in der Formel 1. Die Formel 1 wird momentan geführt von Stefano Domenicali, der die italienische Komponente damals war in der großen, erfolgreichen Ferrari-Zeit. Sein Ingenieur Andrea Stella ist der Teamchef von McLaren. Bei Ferrari natürlich gibt es noch sehr, sehr viele, die aus seiner Zeit dabei sind, bei Mercedes auch. Also eigentlich hat jeder in dieser Formel 1 einen Anknüpfungspunkt zu Michael Schumacher. Er fährt eigentlich schon immer mit noch. Lewis Hamilton hat seinen Vertrag um 2 Jahre verlängert. Warum denn? Weil es Schumacher gegeben hat. Weil er Michael Schumacher übertreffen will. Und da geht es eben nicht nur um die Zahl 8, sondern ich habe einen Titel mehr als Schumacher. Das zeigt auch, dass er einfach die Benchmark ist. Und Verstappen wird versuchen, Hamilton zu überbieten. Also die sind alle, wenn man so will, miteinander blutsverwandt. Und wenn Max Verstappen seinen Vertrag erfüllt bei Red Bull und er jedes Jahr Weltmeister würde, könnte auch er diesen 8. Titel schaffen. Also, sie fahren heute eigentlich schon auch noch alle immer gegen Michael Schumacher.